Hallo meine lieben Fische und auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Fische, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute einfach mal allgemein die Energien an, die durchkommen. Was ist zurzeit wichtig zu hören und zu wissen? Liebe Fische, bitte denkt daran, das ist eine zeitlose wie auch eine allgemeine Legung. Das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein und das ist völlig in Ordnung, biege nichts zurecht. Liebe Fische, falls du dich für das Thema Lebensaufgabe, Lernaufgabe, Karma, Numerologie interessierst, folge mir gerne auf Instagram, wenn du magst, dort mache ich auch immer wieder kostenlose Impulsanalysen, wie auch diese Woche zum Thema Lebensaufgabe. Alles findet immer in der Story statt, das heißt, das Bewerbungsfeld habe ich heute Morgen hochgeladen. Das wird noch bis morgen, also Donnerstagmorgen, verfügbar sein. Solange kannst du dich bewerben und danach werde ich einige Personen herauspicken und etwas zu ihrer Lebensaufgabe sagen. Falls du nicht drankommst, mach dir keine Sorgen. Ich mache solche Aktionen immer wieder und ich wechsle auch immer wieder das Thema. Vor 2 Wochen war es das Thema Karma in der Liebe. Einmal war es das Thema Geldschlüssel. Und ich werde das immer wieder so ein bisschen ändern. Ja, den Link findest du unten und eben, wenn du magst, darfst du mir gerne dort auch folgen. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, liebe Fische, dann würde ich sagen, starten wir doch mit deiner Legung, liebe Fische. Es ist kaum zu glauben, aber wir haben schon Mitte Oktober das Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, das Jahr 2024 ist so ratzfatz gegangen. Es ist so krass, es ging so schnell und jetzt haben wir schon fast bald Weihnachten, geht nicht mehr so lange. Aber ja, genießen wir noch dieses Jahr und freuen uns dann auf das neue Jahr. Liebe Fische, deine Nachricht. Was ist wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Liebe Fische, was solltest du hören? Liebe Fische, hier haben wir schon eine Karte, Helfer des Handelns. Liebe Fische, du bist gesegnet mit vielen wundervollen Dingen, die du tun kannst. Es wäre gut, wenn du dir die Zeit nehmen könntest, zunächst einen Plan zu erstellen, aber wahrscheinlich reicht die Zeit nicht. Also fang an, folge deinen Instinkten und hab Spaß dabei. Du oder jemand, dem du begegnest, ist sehr selbstsicher, kompetent und enthusiastisch. Alles, was du tun willst, wird dir mit Leichtigkeit von der Hand gehen. Oh, liebe Fische, hört sich extrem interessant an. Also hier könnte irgendeine Möglichkeit, eine Chance kommen, aber es scheint so, als hättest du nicht genügend Zeit, vielleicht darüber nachzudenken oder das ganz genau zu planen. Also hier ist es wirklich wichtig, dass du deiner Intuition folgst, Stück für Stück dich auf den Weg begibst, weil es kann eine Chance sein, wenn du zu lange wartest, dass du es vielleicht bereust. Das heißt jetzt nicht, dass du zu allem Ja sagen sollst, überhaupt nicht, aber sei dir bewusst, dass ich habe das Gefühl, entweder eine Entscheidung oder eine Planung, die Zeit oder den Raum für die Zeit, um sich das zu überlegen, in aller Ruhe ist wie sehr klein. Und da darfst du wirklich mehr in dich gehen und dir wirklich selbst vertrauen und dich fragen, will ich das? Stelle ich mir so mein Leben vor, mit dieser Person, mit dieser Chance, mit dieser Situation, was auch immer? Passt diese Situation, diese Entscheidung zu meinem Wunschweltbild, sage ich jetzt mal, dass du dich solche Dinge fragst, aber dich nicht im Planen oder Entscheiden verlierst, weil dann kann es sein, dass vielleicht
Ja, dass du dann wie etwas verpasst, sehe ich einfach. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema? Dein Königin der Schwerter, deine Hauptenergie, Luftenergie. Vielleicht hast du es mit einem Luftzeichen zu tun oder es könnte wirklich ein Vorbote sein für Entscheidung, weil Königin der Schwerter analysiert, schaut hin und trifft Entscheidungen. Die fällt auch einer Art ihr Urteil. Es kann auch sein, dass sie sich von Verstrickungen löst, weil sie hat das Schwert in der Hand und ist bereit. Bereit für Entscheidungen, bereit für die Wahrheit zu sprechen, bereit von sich von Dingen zu lösen, die einem nicht bereichern. Aber sie hält einen kurzen Moment inne, betrachtet das Ganze, aber eher so ein bisschen neutral, nicht emotional, sondern wirklich so ein bisschen neutral von der Logik her, aber nicht von der Ego-Energie her. Das ist eine ganz spezielle Energie und fällt dann das Urteil oder die Entscheidung und geht dann danach. Und ich habe das Gefühl, dass so eine Situation auf dich zukommt. Und hier ist es ganz wichtig, dass du nicht ins Zerdenken kommst, liebe Fische, dich nicht im Kreis bewegst. Ganz, ganz wichtig. Dich nicht im Kreis bewegen, sondern das Ganze mal so wie nüchtern betrachten. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Oder du hast es mit einem Luftzeichen zu tun und ein Luftzeichen wird sehr stark Thema. Und hier könnte eine Entscheidung kommen. Der Tod, Skorpion-Energie, deutet darauf hin, dass hier Wachstum nötig ist. Also vor allem bei Beziehungen, wenn du jetzt ganz stark das Thema Beziehung hast zur Zeit, liebe Fische, und der Tod kommt, heißt das immer jetzt Wachstum. Eine Tür, ein Thema muss sich jetzt schließen. Ihr dürft jetzt gemeinsam eure neue Tür öffnen, weil es ist an der Zeit, die nächsten Ebenen zu erreichen und sich nicht im Kreise verlieren. Es ist an der Zeit. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, erfahrungsgemäß ist es wirklich so, wenn man sich gegen diese Energie wehrt, dann zerbricht oft die Beziehung oder die Verbindung. Weil man bleibt dann wie stehen, es entsteht dann wie eine Art Hamsterrad oder Stagnation. Oder eine Person entwickelt sich weiter und die andere nicht. Oder in eine andere Richtung und dann passiert das hier. Darum ist es wichtig, dass beide ein Thema, ein Kapitel im Leben jetzt schließen und gemeinsam ein neues starten. Dafür ist eben dieser Abschluss nötig und dieses Wachstum. Falls du das Thema Beruf hast, sehe ich hier auch, diese Entscheidung fordert dich auf, ein Kapitel zu schließen. Ohne geht es fast nicht. Also diese Möglichkeit kannst du ohne diese Tür schließen fast nicht angehen. Wird schwierig, weil das Universum fordert dich jetzt auf, zu wachsen und dafür musst du eine Entscheidung treffen. Schauen wir mal, was ist denn dein Stolperstein? Fünfter Stäbe, oha, Gegenwehr von außen. Jemand wehrt sich, schauen wir mal. Ja, oha. Fünfter Stäbe und fünfter Schwerter als Stolperstein. Hier sehe ich eine Art Sabotageenergie. Es kann sein, dass dir jemand vielleicht die Entscheidung ausredet oder vielleicht etwas schönredet. Und vielleicht sagt, nein, bleib doch hier bei dieser alten Tür, das ist doch so wunderbar, das ist doch so schön. Oder es wird sich irgendetwas schön geredet. Also hier ist wirklich eine Art Sabotage-Energie. Es kann auch eine Sabotage von außen sein. Vor allem, wenn du beruflich das Thema hast, dass hier plötzlich, ja, vielleicht das Gefühl von Konkurrenz kommt, wenn ich jetzt das loslasse oder das schließe, dann nimmt mir das jemand weg oder so ein bisschen die Angst haben, dass einem etwas weggenommen wird. Angst haben, dass sich vielleicht andere dann bereichern oder sich mit fremden Federn schmücken. Also wenn du einen ganz großen Traum hast, liebe Fische, ganz, ganz wichtig, gib Acht, wem du das erzählst. Weil es kann sein, dass
Vor allem, wenn es ein spezieller Traum ist, der nicht so 0815 ist, kann es sein, dass man es dir vielleicht ausreden möchte, dir so ein bisschen ein komisches Gefühl gibt. Oder dass du vielleicht dich auch selbst sabotierst. Hier auch dich nicht manipulieren lassen. Und in der Liebe sehe ich hier einfach, fünfter Schwert hat auch so ein bisschen die Energie der Masken, oder? Jemand ist nicht ganz hundertprozentig ehrlich oder hält vielleicht eine Wahrheit zurück. Oder das mit nicht ehrlich sein, das ist ja nicht, es muss nicht sein, dass die Person dich bewusst anlügt, überhaupt nicht, sondern vielleicht unterdrückt man etwas und dann trägt man ja wie eine Maske, weil man nicht die Wahrheit spricht. Und dann hat man ja auch wie eine Maske an. Eine Selbstsabotage in Form von Masken. Also ich sehe hier eine Art Konflikt. Falls du in einer Beziehung bist, könnte es sein, dass hier Streitereien kommen bezüglich Wahrheiten, Lügen. Und ich sehe aber auch ganz ehrlich, einfach erfahrungsgemäß, in der Liebe, fünfter Stäbe, das sind immer unnötige Diskussionen. Wirklich unnötige Diskussionen, die nicht, ja, die eher zerstören als nötig sind. Das sind wie so Diskussionen, ja, über unnötige Dinge, sage ich jetzt mal. Darum hier Acht geben, über was diskutiert ihr? Oder über was streitet ihr, falls das dein Thema ist einfach. Also hier Acht geben, wo investierst du deine Energie und bist du wirklich ehrlich zu dir selbst. Weil hier sehe ich auch drei der Schwerter, Angst vor Enttäuschung, Angst vor Verletzungen und hier schon wieder die Karte der Lügen. Oder Angst haben, dass jemand lügt, Mühe haben zu vertrauen. Zu vertrauen, dass alles gut wird, zu vertrauen, dass eine Entscheidung die richtige ist. Also wirklich so ein bisschen diese Angst liegt da. Kann sein, dass das aufgrund von Vergangenheit kommt oder weil man vielleicht Angst hat, eben diese Tür zu schließen, dieses Thema. Was kommt sonst noch auf dich zu, liebe Fische? Huch, jetzt ist sie mir runtergefallen, muss ich sie schnell holen. Moment. So. Ich bin wieder hier. Wir haben zwei der Schwerter. Sechs der Münzen und die Welt. Was haben wir hier? Die Mäßigkeit. Irgendeinen Mittelweg braucht es. Sonst dreht man sich im Kreis. Ein bisschen aufpassen bezüglich Kreise drehen. Ich sehe, dass jemand extrem skeptisch ist. Ich weiß nicht, warum. Jemand traut etwas nicht oder traut oder hat Angst, der Entscheidung zu vertrauen. Jemand ist sehr skeptisch. Und eventuell könnte es auch um das Thema Finanzen gehen. Einnahmen, Ausgaben oder generell stimmt die Balance, sei es im Beruf oder in der Liebe. Vielleicht hier auch Sorgen, dass viele Ausgaben kommen. Oder dass irgendeine Balance nicht kommt. Einfach so ein bisschen misstrauisch sein. Ich sehe aber auch hier die Welt, eventuell das Thema Ausland oder vielleicht ist dein Gegenüber aus dem Ausland. Die Welt steht aber auch, dass es an der Zeit ist, eigentlich so wie ein Kreislauf zu schließen. Dass es Zeit ist, wie eine neue Geschichte zu schreiben, eine neue Liebesgeschichte, eine neue berufliche Geschichte. Zweiter Stäbe, warum? Königin der Kelche, es könnte um ein Wasserzeichen gehen, Löwe-Energie, die Kraft und Chance. Also ich sehe, einige machen sich hier ganz stark Sorgen bezüglich irgendeiner Balance. Hier ist wie ein Ungleichgewicht oder man hat Sorge, dass ein Ungleichgewicht kommen könnte.
sei das emotional, sei das finanziell. Ganz wenige überlegen sogar bezüglich Trennung, aber nicht alle natürlich. Nimm nur das an, was zu dir gehört. Aber ich sehe, dass sich einige, oder sie machen sich schon Gedanken, vielleicht geht es auch um das Thema Geld investieren hier, und dann geht es aber um die Gedanken, was ist dann, wenn wir uns trennen. Sechster. Ja, man ist nicht ganz sicher, ob man investieren möchte oder ob das Gleichgewicht dann stimmt, ob das genug Investition ist, hört sich jetzt doof an, energetisch gesehen und finanziell gesehen, ob man Früchte ernten kann, lohnt sich der Aufwand oder das, was man macht, kann wirklich daraus etwas erblühen. Oder eben nicht. Also falls du in einer Verbindung bist, habe ich das Gefühl, ist die Verbindung relativ frisch. Darum macht man sich auch so viele Gedanken. Ja, hier könnten fünfte Stäbe schon wieder. Aber ich sehe schon, dass die Herzen verbunden sind. Dass falls es um eine Person geht, ich sehe grundsätzlich sind die Herzen verbunden. Aber es schaut aus, als würde sich jemand sehr viele Sorgen machen, dass man ein bisschen vielleicht über unnötige Dinge diskutiert oder vielleicht Meinungsverschiedenheiten hat. Kann auch sein. Oder man hat einfach Angst vor äußeren Umständen. Fünfter Stern kann auch auf äußere Umstände hindeuten, also Anzeichen geben. Im Beruf sehe ich hier wirklich, dass sich ein Kreislauf schließen möchte. Ich sehe auch den Drang, mir nach dem Herzen zu leben, Dinge aus dem Herzen zu tun. Aber hier ist irgendein ein Widerstand. Kann sein, dass hier noch ein bisschen Steine kommen, beruflich gesehen. Es nicht so einfach ist. Es könnten Steine sein von äußeren Faktoren oder auch Glaubenssätze, aber sind wie, man muss sich da ein bisschen durchkämpfen. Also beruflich gesehen, damit du diese Tür schließen kannst, die neue Tür öffnen, musst du da wirklich im Vertrauen sein und dich ein bisschen durchkämpfen. Schauen wir mal den Rat an. Wir haben sieben der Münzen und zwei der Stäbe. Der Zeitpunkt für Entscheidung wird kommen, aber noch einen kurzen Moment verzögert. Aber es ist okay. Wir haben ja gesagt, nicht in die Ewigkeit hinausziehen. Aber es muss nicht von heute auf morgen sein, aber die Entscheidung wird kommen, aber noch etwas verzögert. Das heißt nicht, erzwinge die Entscheidung noch nicht. Sie kommt. Und wenn sie dann kommt, dann sprich sie aber auch aus. Hier auch der Rat, wähle weise, in was du deine Energie investierst, was für Gedanken und was für Menschen. Auch Geld, wähle weise. Was liegt im Schatten? Was siehst du nicht? Ich sehe im Schatten einen Neuanfang. Ich sehe, hier könnten auch Vertragsauflösungen kommen. Wichtige Entscheidung, dass man irgendein Ungleichgewicht wirklich sagt, stopp, hier ist ein Cut. Ich möchte meinen Neuanfang. Und hier kommt ein Neuanfang und eben dieses Loslösen vom Ungleichgewicht. Falls du schon länger mit dem Thema Trennung spielst, vor allem, weil sich vielleicht die Beziehung etwas schwer anfühlt, könnte das eventuell kommen. Aber du wirst die Antwort selbst finden. Aber wenn sie dann da ist, nimm sie im Vertrauen an. Bei den anderen sehe ich eher eben das Ungleichgewicht lösen und sich getrauen, ja, so ein bisschen ins Ungewisse zu springen. Ja, meine lieben Fische, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.